Wir leben in einem Suchtzeitalter und die meisten Süchte, in denen Menschen gefangen sind, sind legitim. Von der Mediensucht über die Zuckersucht, über die Fresssucht, über die Magersucht, überall finden wir es wieder. Ein Punkt, wo der Mensch in Deutschland, wo wir Menschen in Deutschland noch Weltmeister sind, ist die Sucht nach Pornografie. Oh, darf ich das überhaupt als Sucht bezeichnen? Ich bin aufgewachsen, da gab es noch gar nicht diese Fülle mit Internetseiten. Aber es war für mich immer normal, das gehört zu meinem Leben. Pornos schauen ist doch normal, nichts Verwerfliches. Deine Freundin schaut dir Porno, kein Problem. Mich hat es nicht gejuckt, es gehörte normal dazu. Und auch heute scheint nichts Verwerfliches dran zu sein, sich Pornos reinzuziehen. Auch wenn die Männer trotzdem irgendwo vielleicht beschämt sind, wenn es rauskommen würde. Aber gleichzeitig unterstützen wir Sachen, wo ich mich frage, ob du weißt, dass du es unterstützt, wenn du Porno schaust. Ich frage dich als Mann, wie willst du eine Frau ehren und akzeptieren, wie Gott sie gemacht hat, wenn du in deinem Kopf gelernt hast, Frauen nach ihrem Äußern sofort abzuscannen? Welcher junge Mensch kann heute noch gesund mit einer jungen Frau umgehen? Oder mit jeder Frau? Für die meisten Männer, die sich Pornos reinziehen, auch wenn sie ihrer Frau scheinbar nicht untreu werden, können nicht normal mit dem anderen Geschlecht umgehen. Gilt natürlich für beide Seiten. Ich frage dich nochmal. Und ich frage dich als Freundin, als Frau. Wünschst du dir nicht einen Typen, der es nicht nötig hat, bei einer anderen Frau aufgegeilt zu werden, damit er Bock hat, mit dir zu schlafen? Ey, sag mal, genügst du als Frau deinem Typen nicht, dass er sich ständig irgendwelche Filmchen anschauen muss, weil du ihm nicht genügst? Wem hast du als Freund? Wer ist dein Mann? Ich sage dir, Pornografie ist mittlerweile überall angekommen. Es ist salonfähig. Wir haben seit Jahren Flatrate-Sex in den Bordellen. Deutschland, Urlaubsort für die Freiheit, in Bordellen Frauen zu erniedrigen, wie man will. Nicht immer ist alles kriminell, aber viele Frauen müssen nach wie vor gegen ihren Willen Dinge tun, die sie nie wollten. Und ich denke, in einer Zeit, wo scheinbar alles erlaubt ist, seit den 68er wird uns gepredigt, die wahre Befreiung eines Menschen ist die Befreiung in der Form von Sex. Freie Liebe für alle. Jeder macht es, wie er will. Gender Mainstream. Machen wir es doch, wie wir wollen. Wechseln wir das Geschlecht nach Lust und Laune. Und Sex ist kein nebensächliches Thema. Das Thema Sex interessiert jeden. Seitdem du denken kannst, plötzlich fängt es an, eine Rolle zu spielen. Und der Mensch, und Gott hat es schon gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deswegen sucht der Mensch sich auch einen Partner. Und die Krönung einer Beziehung soll doch auch guter Sex sein. Aber wer hat den Sex erfunden? Nicht die Pornoindustrie, nicht die verschiedenen Geschäfte. Nein, Gott selbst hat den Sex erfunden. Und er will auch, dass der Mensch Sex hat und auch genügt. Sex ist nichts Böses, ist nichts Verwerfliches. Gott liebt Sex. Ohne Sex gäbe es dich nicht. Ohne Sex würde keiner von uns hier sein. Aber die Frage ist,
rechtfertigt es trotzdem Pornografie? Ist wirklich alles so harmlos, wie es dargestellt wird? Oder ist es zu viel, wenn ich sage, die Menschen werden süchtig danach und kommen davon nicht weg? Ist das normal? Und ich frage die Frage nochmal. Welcher Mann, der die Frau nur nach ihrer Oberweite, nach der Länge ihrer Beine und nach ihrem Gesäß beurteilt, welcher Mann kann mit einer Frau normal und gesund umgehen? Niemand. Aber mit diesen Gedanken laufen wir durch die Städte. Mit diesen Gedanken schauen wir, wo wir die Ausschnitte finden. Mit diesen Gedanken beurteilen wir die Frauen dieser Welt. Und natürlich geht es auch anders. Und ich denke, auch wenn tief in uns noch dieser Wunsch nach Liebe ist, dieser Wunsch nach Verständnis, Wunsch nach Wärme, nach Zuneigung, nach Zärtlichkeit, haben wir alles geglaubt, was uns vorgestellt wurde. Aber Gott sei Dank ist in uns noch diese Ahnung von Treue. Ich kenne wenige Menschen, die sagen, Treue ist mir in der Beziehung nicht wichtig. Ich kenne wenige Menschen, die sagen, Vertrauen brauche ich nicht. Gott sei Dank. Aber der Maßstab bei den Menschen ist ein ganz kleiner. Ich habe es gerade schon erwähnt. Die meisten Frauen haben nichts dagegen, wenn der Typ sich woanders den Hunger holt und dann nach Hause kommt. Aber ich wünschte dir, du bist eine Frau, die sagt, mein Typ, mein Mann soll nur mich anschauen und nicht irgendwie sich aufgeilen müssen an anderen Frauen. Und wenn wir verstehen, dass wir nur von Gott selber lernen, wie man als Mann und wie man als Frau leben sollte, wie man mit dem anderen Geschlecht umgehen sollte, da wird sich einiges verändern. Aber nein, die Frau lernt heute von morgens bis abends sich zu schminken, perfekt gestylt zu sein. Sie darf gar nicht hässlich sein, sie darf keine Orangenhaut sein, haben, sie darf keine dünnen Haare haben, sie darf keine kleinen Brüste haben, sie muss den richtige Form haben. Sonst ist sie keine richtige Frau. Sonst ist sie nicht hübsch genug. Aber das zeichnet keine Frau aus. Nicht das, was die Welt dir vorgaukelt, wie eine Frau sich zu kleiden hat, wie sie zu sein hat, wie sie zu sprechen hat. Sondern eine Frau zeichnet aus, was Gott sich von einer Frau vorstellt. Dinge, die in erster Linie im Verborgenen liegen. Ich habe nichts gegen eine hübsche Frau. Überhaupt nicht. Aber eine Frau, die weiß, dass sie hübsch ist, braucht nicht ständig die Bestätigung von außen. Und ein Typ, der gelernt hat, einer Frau treu zu sein, der lernt auch, sich zu beherrschen. Aber welcher Mann heute kann sich selber beherrschen? Wer kann seine Blicke beherrschen? Wer kann seine Sprüche beherrschen? Oder das Nachpfeifen? Und ich denke, die Pornoindustrie hat gut dazu beigetragen, dass wir euch Frauen falsch behandeln. Dass wir euch behandeln, als wärt ihr nur Sexobjekte und zu gewissen Dingen müsst ihr einfach bereit sein. Sonst seid ihr keine richtigen Frauen. Aber ich wünschte, du würdest verstehen, was sich Gott für Mann und Frau vorstellt. Wenn du denkst, du wärst romantisch, du kennst den Gott der Bibel nicht. Wenn du denkst, deine Liebe ist schon vollkommen und reicht, dann kennst du den Gott der Bibel. Wenn du weißt, was Treue heißt, dann kennst du den Gott der Bibel nicht, weil er zeigt uns einen völlig anderen Maßstab, eine völlig andere Realität, in der wir nicht leben. Und ich wünsche dir, dass du diesem Gott begegnest, weil scheinbar scheint es für einen moderne Menschen wichtig zu sein, Sex zu haben, als wäre es alles in der Beziehung. Aber wir haben nicht gelernt zu lieben. Was ist denn Liebe? Und viele Beziehungen klaffen auseinander, weil die Gefühle weg sind.
Ach nee, viele Beziehungen werden einfach getrennt, weil man nicht mehr genug empfindet für den anderen. Ach nee, Liebe ist eine Entscheidung und Gefühle, keine Frage, gehören dazu. Aber wir müssen hart daran arbeiten, an unserer Liebe, an unserer Ehe. Es wird dir nichts geschenkt, aber auch gar nichts. Und Gott nennt die Beziehung zwischen Mann und Frau heilig. Sie soll in einer Ehe geführt werden. Und es gibt nichts Schöneres, als um Gott wiederzuspiegeln, als in einer Ehe, in einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Heute wird nur noch geheiratet, weil man schöne Fotos macht, weil es dann einen Junggesellenabschied gibt. Aber wenn wir verstehen würden, was Gott sich für mich wünscht, wenn wir verstehen würden, dass kein Mensch in der Lage ist, mich so zu lieben wie Gott, ich glaube, wir würden unser Leben umkrempeln. Diese Welt, wenn du dachtest, schlimmer kann es nicht werden, schon früher gab es keine Hemmungen. Und es war früher sogar noch schlimmer mit Kinderschänder und mit Jungen halten und Verkehr mit kleinen Kindern. Das war früher gang und gäbe. Heute sind wir sogar fast harmlos dagegen. Aber der aufgeklärte Mensch, der denkt, er gönnt sich das Meiste und das Beste. Dabei kommt er nicht zur Erfüllung. Und deswegen wünsche ich dir, dass du den Erfinder von Sex kennenlernst, den lebendigen Gott, der sich wünscht, dass du nicht unnötig verletzt wirst, dass dein Herz nicht gebrochen wird, der dir wünscht, dass du eine Beziehung pflegst, wo der andere Partner dich höher schätzt als sich selber. Das verbringt kein Egoist. Ein Egoist will das nicht. Ein Egoist erlebt sein Leben. Aber jemand, der Jesus kennenlernt, er lässt sich von Gott in den Menschen verändern, den Gott sich von Anfang an für ihn gedacht hat. Und dann werden wir beziehungsfähig. Dann werden wir fähig, Männer zu werden und Frauen zu werden, wie Gott es sich gedacht hat. Der Rest, wenn sich da nichts ändert, dann bleibt diese Welt, wie sie ist. Und diese Welt vergeht. Und du bleibst in deinen Verletzungen, in deinen Enttäuschungen und in deinen falschen Erwartungen. Wir brauchen diesen Gott, der genau weiß, was wahre Liebe ist. Er hat sie gezeigt, weil er war bereit, sein Leben zu geben. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat sein Leben gelassen, er hat für mich geblutet, er hat sich kreuzigen lassen, für dich und für mich, damit wir die wahre Liebe Gottes kennenlernen. Jesus kam in diese Welt, um für die Menschheit zu sterben. Der Mensch, der denkt, Sex wäre wichtiger als Gott. Reichtum wäre wichtiger als Gott. Geld wäre wichtiger als Gott. Der Mensch denkt, Unterhaltung wäre wichtiger als Gott. Aber das Wichtigste, was der Mensch braucht, ist Gott selbst. Aber niemand bringt dir bei, was Gott will. Du hörst es nicht an der Schule. Du hörst es nicht in der Universität. Deswegen brauchst du eine Begegnung mit diesem Gott. Ohne ihn hast du keine Ahnung. Alles bleibt nur, ja, vielleicht, eventuell, irgendeine Ahnung, aber nichts Konkretes. Und deswegen, bitte nimm dir kostenlos das mit. Alles, was da liegt, ist geschenkt. Oder geh auf www.esstehtgeschrieben.de und begreife, ohne Gott genießt du zwar, aber nie so, wie du es eigentlich könntest und wie Gott es sich für dich gedacht hat. Alles ist nur eine Ahnung, aber nie das, was Gott sich für die Menschen wünscht. Und wir brauchen in dieser Welt auch keinen Frieden zu erwarten oder eine Veränderung durch Politik oder durch Gutmenschen-Dasein. Nein, weil ein Mensch, wenn er nicht in seinem Herzen verändert wird, er wird sich nicht verändern, wenn er nicht will. Nur Gott kann unsere Herzen verändern. Unsere Herzen, die so selbstsüchtig sind, so arrogant, so egoistisch und nur auf sich selbst bedacht. Herzliche Einladung, den lebendigen Gott kennenzulernen. Er ist heute erfahrbar und erlebbar. Jeder predigt dich zu, was du anziehen sollst, was du kaufen musst, was du haben musst, was du denken sollst.
Aber Gott, er hat dir nichts zu sagen. Ich glaube schon. Und deswegen, bitte, gib Gott eine Chance. Er beschenkt dich jeden Tag. Sei dankbar, wenn du atmen darfst, wenn du essen darfst, wenn du schlafen darfst, wenn du ein Dach über dem Kopf hast. Aber nein, auch das ist selbstverständlich. Herzliche Einladung, diesen lebendigen Gott kennenzulernen. Er ist heute erfahren. Gottes Segen. Amen. Amen.